Hallo Leute, ich hatte letztens einen Kunden gebeten, diesen Gürtel hier zu reparieren. Und das Problem, ich zeige euch das mal, ist genau, ganz klar. Der ist halt nicht aus einem Stück gemacht, sondern praktisch genau, besteht aus mehreren Schichten Leder. Und die obere Schicht, die Deckschicht, die löst sich jetzt hier ab. Ist natürlich dann blöd, also sieht auch nicht schön aus und genau, da hat man keinen Spaß mehr dran. Das war für mich jetzt relativ einfach zu machen. Ich habe jetzt einen Riemen für ihn angefertigt, der genau die gleiche Breite hat und habe auch ein Leder genommen mit der gleichen Dicke und habe ihn auch so gestaltet, hier oben an der Spitze, dass es halt auch wieder eine stumpfe Spitze wird. Und ja, genau, jetzt ist halt so ein Levi's-Gürtel, oder das war mal einer, jetzt ist noch zum Teil einer und die Schnalle, der Rest ist von mir. Genau, jetzt ist der praktisch wieder fast wieder wie neu oder wie neu. Und ich meine, klar, altern wird er jetzt auch. Der wird auch seine Gebrauchsspuren kriegen. Aber da gibt es jetzt keine Chance, dass irgendwie die Löcher ausreißen oder dass sich das Leder jetzt hier oben spaltet, weil es halt nur eine Schicht ist. Also das ist halt ein Vollrinds-Leder, was ich hier verwendet habe. Oder generell verwende ich ja nur das. Und da passieren solche Sachen halt nicht, wie wir es da gerade gesehen haben. Genau. Der wird halt jetzt einfach mit der Zeit in Würde altern, so wie es gutes Leder tut. Also ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen speckiger werden mit der Zeit. Vielleicht ein bisschen krummer. Genau, ein bisschen krummer, wie wir alle wahrscheinlich im Alter. Ja. Ich finde es super, was ihr gemacht habt.